Hallo Leute, ich bin Du und heute habe ich den Pet Talk im Video. Hi. Genau, ja, wir sitzen heute im Whisky und Genuss in Dresden, im Whiskyladen meines Vertrauens. Und ich habe den Pet dabei und wir verkosten heute einen Bowmore 10 und zwar den Dark and Intense. Spanish Oak, Sherry Cask und Hogshead. Ich bin eigentlich nicht so der Bowmore-Fan, aber der Pet und deswegen fängt er jetzt mal an. Ja, also hallo erstmal, ja. Ich habe selbst einen YouTube-Kanal, auf dem ich Whisky verkoste, vielleicht kennt mich der eine oder andere. Und wie gesagt, ich bin heute in Dresden und habe mir gedacht, wenn ich schon mal hier bin, dann muss ich auf jeden Fall mal die Lou kontaktieren und jetzt probieren wir hier zusammen einen Bowmore oder Bowmore, habe ich mir sagen lassen, spricht man es aus, beziehungsweise betont man es. Hab da eine ganz schöne Bindung zu der Brennerei. Der erste rauchige Whisky, den ich überhaupt im Glas hatte, war der Bowmore 12 Jahre. Der ist ja sehr gut verfügbar im Internet wie im Supermarkt, wird oft als Supermarkt-Whisky abgetan, aber ich trinke ihn ganz gern. Die Brennerei hat dann vor einiger Zeit das ganze Sortiment ein bisschen in die Hand genommen, hat ein paar Veränderungen am Etikett vorgenommen und dieser 10-Jährige in der Literflasche, der kam jetzt neu raus. Sehr schöne Anspielungen, oft auf die Farbe Dark and Intense, aber nicht echt. Das finde ich immer toll, wenn dann mit Zuckercouleur da drin gepanscht wird. Ich meine, 40 Volumenprozent hat er wie gesagt gefärbt und kühl gefiltert. Sieht klasse aus, aber ist nicht echt leider. Okay. Aber ich mag die Whiskys, ist bei mir tatsächlich so ein bisschen stimmungsabhängig, jetzt nicht von Tag zu Tag. Bei Bowmore ist es tatsächlich bei mir von Jahr zu Jahr. Es gibt echt Monate und längere Zeiten, wo ich die Whiskys gar nicht mag, weil ich einfach keine Lust drauf habe. Aber da gab es wieder Zeiten, dann finde ich sie mega geil und dann trinke ich sie auch sehr regelmäßig. Also ich bin mal gespannt. Ich hatte jetzt länger keinen mehr im Glas. Mal gucken, was jetzt für ein Jahr ist. Ich finde eigentlich ganz charakteristisch. Also bei Bowmore habe ich öfter mal so einen ledrigen Torfrauch. So, ich habe öfter schon gesagt, so quarzig, so mineralischer Rauch. Ja. Finde ich, hat der auch. Vielleicht ist das, also für mich ist Bowmore immer so extrem salzig, Fisch, Hafen, so in die Richtung. Aber mineralisch beschreibt es auch ganz gut einfach, was ich als Salz empfinde. Ja, Cherryfässer sind mit drin, das riecht man. So eine gewisse Dunkelfruchtigkeit ist mit drin, aber schwierig, die lässt sich nicht so greifen. Der Rauch, der liegt da drüber, aber man riecht, da sind Sherryfässer mit drin. So ein bisschen dunkle Schoki. So in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ne? In Summe ist er ganz angenehm. Erinnert mich ein bisschen, da gab es vor einiger Zeit mal so einen 9-jährigen Bowmore. Sherry Cask nannte der sich, obwohl es nur ein Finish war. Der war sehr, sehr ähnlich. Der ja tatsächlich ein bisschen mehr tiefer, also blind würde ich dem mehr als die 10 Jahre geben. Klar ist er mega mild wegen den 40 Volumenprozenten, aber ich finde, der riecht sich angenehm. Ja. Du magst die Destille nicht so vom Charakter. Mal schauen, also das, was ich bisher so probiert habe, war mir, wie gesagt, immer ein bisschen zu fischig. Mal schauen, wie der so ist. Aber ich finde, der hat schon was. Erinnert mich auch ein bisschen an den Darkest, so ein kleiner Bruder von dem 15-jährigen Darkest, weil es kommt, also die Schoki habe ich jetzt richtig krass. Ja, Slange. Oh, das ist ein großer Schluck. Mein lieber Scholli. Ja, der ist mega mild halt, ne? Fast schon ein bisschen wässrig. Ne? Gerade am Anfang fand ich auch, muss man sich sehr konzentrieren, damit man so das Sherry-Fass so ein bisschen bekommt. Und dann schlägt halt der Rauch so zu und für mich war dann einfach... Also im Geschmack, also ich finde im Aroma ist er deutlich interessanter als im Geschmack. Im Geschmack, man hat ein bisschen Süße, man hat ein bisschen Rauch und so einen Hauch von Sherry und hinten raus ist aber alles weg. Ja, ja. Also dem hätten wahrscheinlich 46 Volumenprozente gut getan, dann wäre der ganz cool. So finde ich ihn echt total wässrig. Ja. Aber okay, was kostet die Literflasche? 35 Euro. Rechnet man sich das auf die 0,7 runter, okay, das ist nicht, in der, vor allem in der heutigen Zeit nicht günstig. Von daher finde ich, passt es schon vom Preisverhältnis. Aber wir sind halt verwöhnt. Ja. Der ist entspannt trinkbar, glaube ich, so an einem Abend mit Freunden oder wenn man sich jetzt eben nicht auf den Geschmack genau, primär konzentriert. Wenn man wahrscheinlich mehr trinken als riechen will, deswegen genau, auch in der Literflasche. So ein kleines bisschen kriegt man die Schoki mit, finde ich. Ja. Aber da gibt es welche, die wirklich intensiver schmecken. Also wenn man jetzt...
großartig Schokolade haben will, dann eher vielleicht einen Fettkern. Was in die Richtung. Ja, wenn man zu viel isst, wird man fett erkennen. Ja, ich finde, es ist ein Trinkwhisky. Da riechst du ein bisschen, da trinkst du ein bisschen und ja, wenn die Flasche leer ist, dann tut es auch nicht weh, weil sie nicht teuer ist. Ansonsten, wenn man ein bisschen mehr Komplexität von Bomo will, dann muss man dann schon auf den 15-Jährigen gehen. Ne? Aber der ist so ein kleiner Bruder davon. Das kann man eigentlich so stehen lassen, falls er den 15-Jährigen kennt. Solltest du dann mal probieren. Ja, dann werde ich dir das nächstes Mal mit probieren. Mach das. Gut. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Slangy. Ciao.